going funky. Go funky. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gantum. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Part von WoT. Ja, wir spielen jetzt mal mit der Sub 85. Dann werden wir wahrscheinlich dann nach dem Part, wenn wir gut gespielt haben, dann die 7er Gun haben. Und dann im nächsten Part werden wir dann die 7er Gun dann austesten. Ja, etwas mehr Damage und so ist schon eine feine Sache. Wenn du dann 5er 7er Gun hast, da kannst du sogar bis 8er kämpfen. Je nachdem, ich weiß nicht, was für ein Durchschlagskraft die Gun hat. Zumal ja, die Gun nicht, das hat eigentlich eher die Kanone, die Kugel oder das Geschoss. Aber ich weiß es ja nicht, weil es ja nicht draufsteht irgendwie. Oder ich bin aber zu blöd dafür, um das zu gucken. Ja, ich habe dann bald ist relativ, aber bald KV1. Freue ich mich schon, wenn ich dann KV1 haben werde. Denn KV1 wird Spaß machen. Ich glaube ich zumindest. Ja doch, weil auf dem PC macht es auch Spaß, ja. Ich habe da nicht KV1, sondern KV1S. Denn ich wollte da kein KV... Hier wollte ich kein KV1S haben, denn ich habe ja schon KV1S auf dem PC. Denn ich bin da schon bei ES3. Und ja, wenn unnötig, wenn ich das so spielen würde. Und hier geht es auf die KV-Reihe. KV3 kommt hier. Oder irre ich mich da gerade? Ich hoffe nicht, dass ich mich da jetzt gerade irre. Ich glaube, ich irre mich da gerade. Ich glaube, ich irre mich da wirklich. Ja, egal, ist nicht so wichtig, ganz ehrlich. Dann irre ich mich halt, dann ist es halt so, was soll ich denn tun? Nein, KV1S ging auf die KV-Reihe, auf ES4. Wenn ich mich gerade nicht so irre. Oh mein Gott, wir springen wirklich gegen 7er. Okay, hier müssen wir was reißen. Denn wir wissen, wir werden gerissen und zerrissen und durchgekaut und zweimal ausgespuckt. Genau, das werden wir hier dann. Denn da bin ich mir sehr sicher, dass es so passieren wird. Sieht so aus von vorne, ob ich eine Kugel hätte. Finde ich das, ich finde es cool. Gott, ich sehe da gar nichts. Man kann auch nicht näher summen, oder? Nein, fuck! Ich bin wirklich versch... Nein, das wäre so ein guter Damage jetzt. Ja, ich glaube, ich gehe da lieber hoch. ES2, genau, ES2 spiele ich auch. Immer diese Leute, die immer alles von anderen Ländern klauen. ES2. Ich glaube, der macht über 300 Damage, wenn ich mich nicht irre. Also zumindest hier, wenn der IS, nur der IS, der macht wie... Okay, der macht... Okay, ja. Okay. Er hat bewiesen, dass er genug Damage macht. Was ist denn da drüben eigentlich? Ich lasse ihn lieber ein bisschen vor. Boah, der ist aber geil. Der macht über 300 sogar. Ich dachte nur, 250 wäre schon, ja, in Ordnung. Oh, fuck. Sorry. Sorry, Bro. Sorry. Ein XM445, der Typ hat aber... Der Typ muss leiden. Ich sollte eigentlich nicht so frontal so vorfahren. So, immer schön auf die Schwachstellen schießen. Ich glaube, der hat mich dann. Okay, ist tot.
dort. Oh mein Gott, da ist noch der M4, oh fuck. Der Gegner hat uns im Visier. Ah fuck. Müssen weg, weg, weg. Perfekt. Perfekt, dass es sich gerade umgedreht hat. Der Gegner zieht auf uns. 170 Damage. Irgendwer schießt auf mich, scheiße. Der schießt auf mich. Der ist tot. Nicht getroffen. Und da kein Damage zumindest gemacht. Der Typ ist da unten. Boah, ich war fast gestorben. Der Typ sollte lieber nicht dahin gehen. Er wird sterben. Wir haben sowieso jetzt gewonnen. Ja, wir kommen schon. Zumindest ich komme mit meinen 13 Leben. Boah. Wenn mein Hals ist gerade voll trocken, das Ding. Okay, ich bin da ganz hinten. Boah, ein T29, cool. Als 7er ziemlich nice, wie der hier ist. Okay, dein Typ ist tot. Boah, hat er kassiert. So, wir haben es gewonnen. Natürlich. Zumindest der Mate, der mit dem Panzer, der könnte mich einfach raushauen. Wir erobern die Basis. Ja, egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Dass jetzt tot ist, juckt mich nicht mehr. Ich geh erobern, ich scheiß auf ihr zwei, der ist ziemlich gut, Mann. Strategisch. Deck mich! Hm. Alter, wir erobern jetzt aber. Ich bin mit erobern. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich hab mit erobert. Nice! Yeah! 5 Damage, 1 Crit, 1 Kill. Ja, es war, die Abzug ist nämlich ausgezählt. Ich muss ja schon genau ausziehen, aber. Oh, wir haben 814 Erfahrungen bekommen. Zweite Klasse. So, wir können uns jetzt die Gun nehmen. Wie, nochmal freie EP, wie? 200. Ja, egal, 200 kann man schon ausgehen. 73.000, das kaufen wir uns. Schon etwas teuer für mich, zumindest. Puh, was für eine Gun. Okay, ich mach einen kleinen Cut und dann wird's nicht, ja, gleich weiter mit dem hier, mit der 7er Gun gleich gehen. Und, jo, jetzt kommt der Cut. So, Leute. Ja, jetzt habe ich die 7er Gun und weißt du, was wir jetzt reißen? Ja, das ist ein Ding, das sieht aus wie so ein Arsch da oben. Hier, genau, seht ihr, wo es hin zeigt? Wie so ein Arsch oder so zwei Titten. Ungefähr so sieht das aus. Es ging 6er. Ja, das ist nicht schlecht. Alec, du bist doch.
So Leute, wenn wir unser Bestes tun. Denn Pokémon beschützt uns schon. Ja, wir gehen jetzt mal hier 30 Mal hier richtig penetrant man hier so durch. Yeah. Ich würde sterben. Getroffen. Der Gegner hat uns im Visier. So Leute, kein Aussetzer hier. Hier ist Marder 38T, der könnte bei uns eigentlich Damage machen. Aber gut, wird jetzt vernichtet, ja. Aber man kann nicht mal weiter hinziehen. Juhu, getroffen. Drüber geschossen. Na, schade. Ah, die gar nicht schon besser. Pavel, PL, was denn will der Typ? Ich soll sich mal verpissen. Aber ich bin ziemlich schnell, 43 jetzt. Ja, fuck. Also irgendwie werden alle Gegner getötet, bevor ich sie töten kann oder so. Boah, ich hab sie nur gekettet. Bam, gekillt! Okay, irgendwer schießt auf mich. Die? Hey, ist der behindert? Wieso schießt er auf mich? Der Typ ist behindert, Mann. Hat einmal so auf uns geschossen. Ja, ich muss sagen, die 7er Gun kommt besser durch und so. Mehr Damage, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war. Na, das war nicht mehr Damage. Gleich im Mist. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.